Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wenn du dir das entsprechende Intro-Video angesehen hast, dann kennst du jetzt schon die Eigenschaften, die richtige Beschriftung und die Berechnung des Flächeninhalts eines gleichschenkeligen Trapezes. In diesem Video betrachten wir die beiden anderen Arten von Trapezen, nämlich das rechtwinkelige Trapez und das allgemeine Trapez. Bevor wir beginnen, mache ich noch einen kurzen Sicherheitscheck mit dir, ob du die Inhalte des letzten Videos gut verinnerlicht hast. Zeichne dafür selbst eine Skizze eines Trapezes auf ein Blatt Papier. Drücke dafür kurz auf Pause. Teste dich nun selbst, indem du zuerst die Begriffe den richtigen Beschriftungen in den Tabellen zuordnest. Ordne also dem entsprechenden Buchstaben die entsprechende Ziffer zu und schreibe sie dir auf. Wenn du das erledigt hast, dann beschrifte auch gleich deine Skizze richtig, die du gerade eben gezeichnet hast. Außerdem möchte ich, dass du den darunter stehenden Satz mit Worten vervollständigst und danach als Formel anschreibst. Drücke also jetzt noch einmal auf Pause und absolviere den Sicherheitscheck. Bist du fertig? Dann zeige ich dir jetzt meine Lösung. Sieht deine Lösung so aus wie meine? Wenn nein, dann vergleiche deine Ergebnisse mit meinen und schau dir gegebenenfalls noch einmal das dazugehörige Intro-Video an. Wenn ja, dann können wir jetzt mit den weiteren Arten von Trapezen fortfahren. Los geht's! Im Intro-Video hast du schon einige Alltagsbeispiele für Trapeze gesehen, unter anderem die Verpackung eines Parfüms. Überlege dir, welche Form des Trapezes die Vorderseite der Schachtel aufweist und woran man das erkennen kann. Genau, die Verpackung besitzt hier einen rechten Winkel, also handelt es sich um ein rechtwinkeliges Trapez. Versuchen wir, den Flächeninhalt der Vorderseite der Schachtel mit der bereits gelernten Formel zu berechnen. Überlege dir aber zuerst, wo denn überhaupt die entsprechenden Seiten, Schenkel und die Höhe, die wir für die Berechnung des Flächeninhaltes brauchen, in diesem Trapez liegen. Findest du sie alle? Korrekt. Hier ist die Seite A, hier die Seite B, hier ist die Seite C und hier die Seite D. Die Höhe H ist in diesem rechtwinkeligen Trapez gleich unserem Schenkel D. Die Maße der Verpackung sind folgende: A ist 11 cm, B ist 8 cm, C 9 cm und D bzw. H ist 7,5 cm lang. Jetzt bist du dran. Drücke auf Pause und berechne selbst den Flächeninhalt der Verpackung des Parfüms. Hast du ein Ergebnis für den Flächeninhalt erhalten? Mein Ergebnis lautet 75. Hast du das auch? Wie hast du es gemacht? Genau, man setzt die Maße in die Flächeninhaltsformel ein, so wie du es jetzt hier siehst. Der Flächeninhalt der Vorderseite der Parfümverpackung beträgt also 75 Quadratzentimeter. War das zu einfach für dich? Dann gehen wir gleich zum allgemeinen Trapez weiter. Ein allgemeines Trapez kann man zum Beispiel als Grundstücksform eines Gebäudes oder eines Gartens in einem Bauplan vorfinden. Im vorliegenden Koordinatensystem siehst du grün eingezeichnet eine mögliche Grundform eines Gartens. Stell dir vor, du möchtest für diesen Garten Grassamen kaufen und musst daher herausfinden, für wie viel Fläche du die Samen benötigst. Du siehst sofort, dass es sich bei der Grundstücksform um ein allgemeines Trapez handelt. Wie gehst du zunächst vor? Genau, du misst zuerst die erforderlichen Seiten ab. Welche Seiten brauchen wir noch schnell für die Berechnung des Flächeninhaltes? Richtig, die Seite A und die Seite C. Stell dir vor, die Werte auf den beiden Achsen des Koordinatensystems sind in der Einheit Meter angegeben. Wie groß ist also unsere Seite A und unsere Seite C? Genau, die Seite A ist 21 Meter lang und die Seite C ist 6 Meter lang. Was musst du jetzt noch abmessen? Richtig, die Höhe h.
Sie ist, wie du vermutlich schon erkennen kannst, 8 Meter lang. Nun bist du wieder an der Reihe. Du hast alle Maße für die Berechnung des allgemeinen Trapezes. Drücke wieder auf Pause und führe die Berechnung durch. Und? Für wie viel Quadratmeter Fläche musst du nun die Grassamen für den Garten kaufen? Ich habe einen Flächeninhalt von 108 Quadratmeter berechnet. Hast du das auch? Falls nicht, dann schaue dir meine Berechnung an. Wenn doch, dann weißt du nun, welche Maßzahl du dem Verkäufer mitteilen musst, damit du genügend Samen für den Garten erhältst. Wie du siehst, ist es gar nicht so schwierig, wenn man die Maßzahlen eines Trapezes kennt, um den Flächeninhalt der jeweiligen geometrischen Figur zu berechnen. Im Mastery 1 Video zeige ich dir, wie man den Flächeninhalt eines Trapezes durch eine weitere Flächeninhaltsformel berechnen kann. Im Mastery 2 Video bearbeitest du eine Umkehraufgabe. Ich würde mich daher freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis zum nächsten Video.